Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Manchester United. Ja, heute sind wir wieder beim FA Cup am Start, und zwar steht Runde 4 an. Das ist das 16. Finale, also wenn wir das überleben, dann stehen wir im Achtelfinale. Und ja, auf jeden Fall, heute müssen wir gegen Hull City, ist ein vermeintlich leichter Gegner. Beim letzten Mal hatten wir den FC Chelsea, das war ein absolutes Hammerding. Da konnten wir uns erst im Wiederholungsspiel im Elfmeterschießen durchsetzen. Und ja, wir sehen schon, es gibt mögliche Wiederholungsspiele. Das heißt, wenn es heute unentschieden ausgeht nach 90 Minuten, dann gibt es ein Wiederholungsspiel in einer Woche. Aber so weit denkt man noch gar nicht. Nee, wir sind bis jetzt guter Dinge. Und jetzt würde ich sagen, jetzt geht's los. Manchester United gegen Hull City. Los geht's. Das ist die Old Trafford, und damit herzlich willkommen zur Runde 4 des Emirates FA Cup. Ja, heute geht's also weiter im spannenden Pokal. Wir sind schon, ja, in Manchester. Da regnet es heute. Alles, was runterkommt, kommt auch hier runter. Und ja, das wird auf jeden Fall ordentlich sich aufs Spiel auswirken, dieses schlechte Fußballwetter. Aber egal, wir lassen uns davon nicht unterkriegen. Wir sehen ihn hier. Anthony Martial ist also wieder halbwegs fit zurück, war ja lange Zeit verletzt, 2 Monate war er, glaube ich, angeschlagen, und jetzt ist er endlich wieder zurück, heute in der Startaufstellung bei Manchester United. Ja, spannendes Spiel zwischen Manchester United und Hull City erwartet uns hier und heute, und jetzt schauen wir uns erstmal die Aufstellung des Gastgebers an, und zwar im Tor natürlich David De Gea, vorne Martial, dahinter Teixeira, Adnan und sei links, Antonio Valencia rechts, Herrera und Johannes Geist, der Neuzugang vor der Abwehr. Und ja, dann schauen wir uns gleich die Aufstellung der Gäste an von Hull City. Und da sehen wir schon, vorne Hernandez, Paul dahinter. Spielen eigentlich mit dem gleichen System wie wir. Links Lucas, rechts Mohammadi. Livermore, Diam vor der Abwehr, und McGregor steht in der, im Tor. Ja, uns erwartet heute vielleicht ein richtig krimi-mäßiges Spiel, weil Pokale haben immer ihre eigenen Regeln. Deswegen erwarten wir auf jeden Fall heute eine gute Leistung von Hull City, und von Manchester United wird es heute richtig, richtig schwer. Und hier sehen wir David hier im Tor bei den Red Devils. Auf ihn wird es heute auch ankommen. Falls es hier nach 90 Minuten 0:0 steht oder irgendein anderes Unentschieden, dann geht es in ein Wiederholungsspiel. Also kein Elfmeterschießen, keine Verlängerung heute. Und jetzt würde ich sagen, jetzt legen wir los. Ja, die Sicht im Stadion, die ist ein bisschen getrübt. Wie gesagt, es regnet, es ist leicht neblig, richtig schlechtes Fußballwetter, egal. Wir lassen uns davon nicht unterkriegen und versuchen unser Bestes zu geben. Und der erste Angriff kommt von den Gästen, aber der wird abgeblockt von Bruno Perez. Und da geht der Ball jetzt aus, Einwurf gibt es für Manchester United. Klar, es ist doch so ein bisschen das Spiel David gegen Goliath. Manchester United ist natürlich der haushohe Favorit hier bei, in dieser Begegnung. Aber der Pokal, der macht, was er will. Und deswegen ist das heute so extrem spannend. So, erster Ball zu Teixeira auf dem Flügel mal. Teixeira holt sie den Ball. Die erste Chance ist da für Manchester United. Teixeira legt in die Mitte ab zu Anthony Martial. Und der läuft vorbei. Riesenchance in den ersten Minuten für Manchester United. Glück für Hull City. Es bleibt nach 6 Minuten bei 0:0. Ja, Anthony Martial läuft da leider vorbei am Ball. Wenn er da nicht so, wenn er mal ein bisschen besser mitgespielt hätte, dann wäre es das 1:0 gewesen. Aber so bleibt es erstmal im 0:0. Spannung bleibt damit erstmal erhalten. Weiter geht's über Bruno Perez. So, Manchester United beginnt natürlich sehr druckvoll in dieses Spiel. Da ist Bruno Perez wieder am Ball im 16er. Sieht in der Mitte. Teixeira, die Flanke ist nicht schlecht, aber Teixeira ist da ein bisschen zu klein fürs Kopf. Oder? Und Johannes Geist, der wird da schon mal ordentlich auf die Hörner genommen. So, und jetzt vielleicht die Konterchance für Hull City, wenn die schnell machen über Hernandez. Aber dann steht Manchester United hin wieder gut. Trotzdem kommt Hull City über Livermore. Weiter geht's zu Robertson. Und der wird sofort gedoppelt hier. So, da ist Lucas am Ball mit dem hohen Ball in den 16er, und da verliert Ashley Young das Kofferduell. Konnte aber nichts Schlimmeres draus entstehen, aber es gibt trotzdem Eckball für Hull City. So, der kommt von Lucas. Kommt außerhalb des 16ers, riskant, und dann soll die Direktabnahme kommen. Wird geblockt, Konterchance für Manchester United ist da. So, da ist Teixeira. Der verliert allerdings den Ball und bleibt auch angeschlagen liegen. Oh, der liegt da wirklich angeschlagen, ganz blöd gerade rum. Spiel läuft erstmal weiter. Und Hull City drückt und drückt und verliert hier nicht den Ball. Bleibt im Spiel. Und für Alex Teixeira geht es auch weiter. Ist schon wieder auf den Beinen und jagt schon wieder fleißig den Ball hinterher.
Jetzt erstmal wieder ein neuer Spielaufbau bei Hull City. Ja, 15 Minuten rum, bis jetzt ein ordentlicher Auftakt von beiden Teams. Manchester United hatte eine ganz große Chance und Hull City versteckt sich auch nicht. Aber es kommt erstmal Anthony Martial. Der sieht an den Januzaj und ihm verspringt der Ball. Aber der kämpft hier, der Junge. Der kämpft und kämpft und holt sie mal. So, jetzt sieht er Alex Teixeira. Teixeira mit der Chance mit dem 1:0. Alex Teixeira, 18. Minute. Manchester United führt gegen Hull City. Und das Ding, das geht auf Adnan Januzaj, denn er kämpft hier um den Ball wie ein ganz großer. Und dann kommt der perfekte Pass zu Teixeira und der mit einer wunderschönen Abnahme mit dem Außenrüst ins Tor. Ein Traumtor. Traumtor von Alex Teixeira. Und Manchester United führt mit 1:0 zu Hause im Old Trafford gegen Hull City. Und da lässt er sich auch richtig feiern. Erstes Tor von ihm im FA Cup. 18. Minute, Manchester United auf Kurs Achtelfinale. So, jetzt muss natürlich Hull City ein bisschen was an der Taktik umstellen. Die dürfen jetzt nicht mehr so defensiv spielen, denn sie brauchen nun mindestens ein Tor, um hier noch Chance auf ein Wiederholungsspiel bzw. aufs Weiterkommen zu haben. Wird auf jeden Fall weiterhin spannender Verlauf. Manchester United hat also mit dem 1:0. Und hier auch mit dem gewonnenen Zweikampf, der Pass gegen Mitte, da ist Johannes Geis. Der legt ab zu Martial nach vorne, aber Geis bekommt den Ball dann nochmal zurück. Und spielt es erstmal raus zu Adnan Januzaj. Januzaj zu Ashley Young und Young wieder zu Adnan Januzaj. So, nächste Chance für Manchester United, bahnt sich an. Martial ist in der Mitte, die Flanke ist nicht schlecht und da ist es 2:0. Und da steht Teixeira komplett richtig und Manchester United innerhalb von wenigen Minuten mit dem Doppelschlag. Adnan Januzaj mit der Flanke, da fliegt Martial und der Torhüter und jeder Verteidiger vorbei. Und Teixeira mit einem unglaublichen Reflex haut er den Ball ins Tor rein. Ich glaube, damit hat er selber nicht gerechnet, dass dieser Ball hier so durchkommt. Und der Kapitän Dawson, der sich hier verschätzt, der ärgert sich natürlich. Doppelschlag von Alex Teixeira innerhalb von 5 Minuten. Manchester United führt 2:0 nach 23 Minuten. Ja, das war ein richtiger Abwehrpatzer. Der Torwart sah da nicht gut aus, die Abwehr sah nicht gut aus und Teixeira war da viel zu frei gestanden. Und jetzt muss Hull City schon fast zaubern. Aber Manchester United ist heute richtig gut drauf und der nächste Angriff kommt schon wieder über Teixeira. Der macht heute bis jetzt ein richtig starkes Spiel. Doppeltorschütze natürlich. So, nächster Ball. Da ist Adnan Januzaj schon im 16er. Januzaj, aber da will er selber durch. Ja, zwei Torvorlagen heute von Adnan Januzaj. Er hat seinen Kritikern heute wieder richtig gezeigt, dass er doch gut Fußball spielen kann. War in den letzten Wochen auch bei mir nicht mehr so hoch, aber jetzt mit zwei guten Torvorlagen ist er auf jeden Fall wieder ein bisschen besser gestellt. So, jetzt muss natürlich Hull City die Antwort drauf finden. Sie müssen jetzt schauen, wie sie in den restlichen 60 verbleibenden Minuten irgendwie zwei Tore auf die Bühne bringen. Aber nächster Ballverlust. Johannes Geis sieht Anthony Martial. Das könnte vielleicht schon nie vorhin schon. Martial! Und da ist es! Da ist es! Jawohl, der Ball ist im Tor! Der Ball soll im Tor gewesen sein und Anthony Martial macht hier in der 32. Minute vielleicht schon die Vorentscheidung. Haut da voll drauf, trifft die Unterlatte und er war, ja, ich glaube, der war hinter der Linie. Das sehen wir jetzt in der Wiederholung nochmal und er war eindeutig hinter der Linie. Jawohl, reguläres Tor. Anthony Martial zieht sehr genau, der Ball ist im Tor und Manchester United führt mit 3:0. Das müsste eigentlich wirklich schon sowas wie eine Vorentscheidung sein, denn nun muss Hull City hier drei Tore schießen. Und das wird nicht einfach. Manchester United führt 3:0. Alex Teixeira Doppeltorschütze. Und Anthony Martial ist auch mit seinem ersten Tor am heutigen Tage. Das sieht alles andere als gut aus für Hull City. Und wieder der Ballverlust. Natürlich, die brechen jetzt auseinander. Da ist das Selbstvertrauen jetzt erstmal dahin. Und jetzt müssen sie sich erstmal wieder berappeln. So, jetzt der lange Ball nach vorne. Kommt an und aber der kommt, ja, das ist Wahnsinn. Manchester United spielt heute in einer anderen Liga als Hull City. So, nächste Chance. Ah, diesmal bekommt Adnan Januzaj den Ball nicht durchgespielt zu Teixeira. Gut gesteuert diesmal von Hull City. Die wollen es jetzt natürlich nicht die komplette Klöße hier geben. Die wollen hier nicht komplett abgeschossen werden, wobei es momentan ziemlich dann aussieht. So, jetzt haben wir mal die Chance, aber Phil Jones, klasse, wie der El Mohammadi den Ball abnimmt. Bleibt immer noch beim 13:0.
Ja, wenn Hull City wirklich nur was reißen will, dann müssen sie jetzt in der ersten Halbzeit nochmal ein Tor nachlegen. Zumindest den ersten Schritt machen mit dem ersten Tor. Und sie kommen zumindest über Hernandez. Hernandez sieht wieder auf dem Flügel, aber dann ist Rojo dazwischen, der Innenverteidiger. Will nach vorne spielen, aber mit dem Fehler. Ey, das darf ihm nicht passieren. Jetzt natürlich die Chance wieder da für Hull City. Und die kommen über Lucas gegen Ander Herrera. Der wird weggedrückt. Schiri ist da kein Foulspiel in dieser Situation. Und es gibt Abstoß für David De Gea. Ja, hier nochmal das Tor von Anthony Martial. Hämmer das Ding unter die Latte. Und damit steht es 3:0. Also das ist wirklich mal eine richtig gute Anzahl hier von Manchester United. 3:0. Klar, gegen Hull City ist es jetzt nicht der stärkste Gegner. Wir hatten ja in der Runde vorher den FC Chelsea und die haben uns deutlich mehr Nerven gekostet. So, nächste Chance. Wieder Martial mit vorne. Anthony Martial. Martial will da in den 16er rein, aber da wird er gedoppelt. Und verliert den Ball. Und Hull City, klar, die müssen sich in der Halbzeitpause jetzt wirklich was einfallen lassen. Die Jungs müssen den Kopf freikriegen. Dann haben sie hier vielleicht noch eine minimale Chance, um hier vielleicht nochmal ranzukommen. Aber wie gesagt, das ist alles andere als einfach gegen Manchester United. Diese Saison, so, jetzt mal ein guter Ballgewinn hier. Pass kommt zu Alex Teixeira. Nächste Chance hier für Manchester United. Teixeira will dasselbe abschließen. Verliert den Ball erneut. Und jetzt nochmal vielleicht die Chance, aber dann ist Rojo dazwischen. Und das war's mit der ersten Halbzeit. Also Manchester United hat heute einen richtig guten Tag erwischt. Sie führen mit 3:0 gegen Hull City. Anthony Martial, der Torschütze zum 3:0. Vorher hat Alex Teixeira zweimal eingenetzt. Ja, trotz des schlechten Wetters sehen wir ein sehr ansehnliches Spiel. Und es steht 3:0. Ja, man kann bis jetzt wirklich sehr zufrieden sein auf Seiten von Manchester United. Die haben ordentlich gespielt. Und dann schon mal die Halbzeitbilanz an. Ja, das würde ich mal sagen, 100%ige Ausbeute. 3 Schüsse, 3 Tore. Zwar wenig Ballbesitz, aber es reicht vollkommen. Es reicht vollkommen. So, wir machen direkt weiter mit der 2. Halbzeit. Anstoß für Manchester United hier im Old Trafford. 3:0 für die Red Devils gegen Hull City. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, ob Hull City in der Halbzeitpause vielleicht nochmal die Köpfe frei bekommen hat, vielleicht irgendwie nur ein paar taktische Veränderungen jetzt richtig umsetzen kann und dann vielleicht noch rankommen kann. Aber viele glauben da natürlich nicht mehr dran. So, Martial am Ball, sucht hin Phil Jones, Jones weiter zu Bruno Perez. Und weiter geht's. Da ist Johannes Geis mit vorne. Ah, schade. Dabei war ein bisschen komisch gespielt und jetzt Hull City, die werden jetzt natürlich die ersten Minuten erstmal alles probieren, um hier vielleicht doch noch irgendwie zumindest den Anschlusstreffer herzustellen. Aber dieser Ball landet im Aus. Einwurf für Manchester United. So, da ist Ander Herrera. Da geht's zu Ashley Young. Ashley Young sieht Johannes Geis. Von Geis ist heute noch nicht so viel zu sehen. Gut, der Spieler ist defensiver Mann heute wieder, deswegen sieht man sowieso nicht allzu viel von ihm die ganze Zeit. Aber jetzt endet die Martial. Schöner Ball zu Teixeira, der Ball kommt doch an. Teixeira, nächste Chance hier für Manchester United. Die Flanke geht schon fast als Torschuss durch. Ein bisschen zu nah an den Strafraum rangespielt, deswegen kein Problem für McGregory im Tor bei Hull City. Diesen Ball problemlos zu entschärfen. So, jetzt aber erstmal Achtung, denn Hull City macht sie wieder auf den Weg nach vorne über El Mohammadi. Gute Flanke, wird zurückgespielt und David De Gea ist ein bisschen überrascht, dass dieser Ball so gefährlich zurückkommt. Haut den Ball erstmal raus, Hull City bleibt am Drücker. So, jetzt muss Adnan Januzajda ein bisschen in den 16 in den Zweikampf rein. Der Ball fliegt und landet bei Livermore. Hull City drückt es natürlich. Die wollen hier natürlich jetzt irgendwie den Anschluss herstellen. Da ist Yam. Er geht zu Lukas, der sieht Robertson. Robertson, wohin? Jetzt wird es langsam eng. Jetzt sind zwei Manchester United Spieler irgendwie rum. Und dann fliegt der Ball ins Aus. Ja, so schießt man heute kein Tor bei Hull City. So, jetzt der erste Wechsel. Paul geht runter. Meiler kommt neu ins Spiel. Halbe Stunde ist es noch. Die Hoffnung bei Hull City schwindet von Minute zu Minute immer mehr. Und das sollte jetzt eigentlich schon langsam sicher sein für Manchester United. Und auch bei Manchester United gibt es den ersten Wechsel. Michael Carey kommt neu auf den Platz. Ander Herrera geht runter. Und damit können wir jetzt weitermachen. Wie gesagt, eine halbe Stunde ist noch zu spielen. Manchester United führt unangefochten 3:0.
Die Frage ist, brennt hier noch was an? Ich weiß nicht, was los ist, wenn Hull City hier den Anschlusstreffer schießt und vielleicht dann noch den Ehrentreffer und dann den Anschlusstreffer mit dem 3:2 schießt. Wer weiß, was dann los ist hier. Aber dazu müssen sie erstmal 2 Tore schießen, um das Ding hier nochmal knapp machen zu wollen. Und jetzt auf jeden Fall Bruno Perez am Ball. Legt vor für Michael Carrick. Carrick sieht vorne Teixeira statt. Nächste Chance jetzt für Manchester United da. Teixeira legt natürlich nochmal zurück zu Johannes Geis. Geis sieht Valencia. Valencia will durchstecken, aber dieser Ball wird abgefangen. Trotzdem gibt es Einwurf für Manchester United, weil der Befreiungsschlag bei Hull City im Ausland ist. So, jetzt sehen wir beim nächsten Mal. Da geht der Krimi weiter. Manchester United im Kapitel One Cup Halbfinale im Rückspiel gegen Aston Villa. Das Hinspiel haben sie mit 3:0 gewonnen, also genauso hoch wie heute, wie es heute steht. Und jetzt gab es die letzten Wechsel bei Hull City. Ja, die Jungs haben jetzt nur 25 Minuten Zeit, um das Ding hier vielleicht nur irgendwie zu drehen, aber da mag keiner mehr dran glauben. Auch dieser Ball landet nur im Aus. Ich glaube, das war es. 24 Minuten, das ist zwar noch einiges an Zeit, da können locker nur 3 Tore fallen. Aber der Wille, der muss da sein bei Hull City. Und zumindest probieren sie es über Meiler. Meiler frisch im Spiel. Spielt aber erstmal zurück. Da ist Snodgrass. Snodgrass wird ja da sofort gedoppelt. Und dann kommt der Ball erstmal zurück zu Davis. Der wird dann nach vorne spielen. Das ist alles nicht schlecht, aber es ist einfach nicht so wirklich torgefährlich. So, jetzt haben wir mal wieder die Chance. Vielleicht Snodgrass bekommt hier den Ball zwar mit ein paar Umwegen. Und dann stört Manchester United einfach zu gut. Und jetzt Alex Teixeira. Konterchance für Manchester United. Anthony Martial, der nicht den Ball bekommt. Ja, darauf muss er ein bisschen warten. Anthony Martial, bis er so den Ball nochmal bekommt. Jetzt auf jeden Fall nächste Chance hier vor Hull City. Jetzt ist Manchester United ein bisschen offen. Flanke ist aber nicht gut genug. Super geklärt von Phil Jones. Und Manchester United ist sofort natürlich wieder im Gegenangriff. Über Alex Teixeira. Der sieht Anthony Martial. Martial verliert ihn hier, aber hat einen Unsize, setzt nach. Und dann gibt es sogar Einwurf für Hull City. So, und 15 Minuten vor dem Ende darf sich Alex Teixeira seinen extra Applaus abholen. Doppeltorschütze. Und jetzt darf er raus. Manchester United wechselt zweimal. Johannes Geis und Teixeira gehen runter. Neu auf dem Platz. Lingard und Fellaini. Und das sollte jetzt auch schon zeigen, ja, die Jungs sind sicher durch. 15 Minuten sind hier noch zu spielen. Und Manchester United führt immer noch 3:0. Die tun nicht mehr, als sie heute müssen. Sie haben souverän die ersten Halbzeit die Tore erzielt. Und jetzt natürlich nochmal Lingard, ein gefährlicher und schneller Spieler auf dem Weg in die Szene. Lingard wird... Das ist doch ein Foul. Ach, egal. Wir führen 3:0. Da rege ich mich lieber eine andere Situation auf. So, Fellaini setzt sofort nach. Der Ball geht zu Michael Carrick. Carrick sollte da lieber abschließen. Hält den Ball zu lange. Und jetzt wird Hull City ein bisschen nervös hinten drin. Mal schauen, ob hier noch ein Tor fällt. 3:0. 12 Minuten noch. Einwurf für Manchester United. So, da ist Fellaini. Weiter geht's zu Antonio Valencia. Valencia. Valencia macht das gut. Wird bedrängt, aber holt zumindest den Einwurf raus. Und weiter geht's mit dem Ball zu Martial. Martial zu Januzaj. So, hat einen Januzaj im 16er, aber der wird ein bisschen abgedrängt. Sieht aber Ashley Young. Ah, der lässt sich ein bisschen zu leicht den Ball abnehmen. Und jetzt der lange Ball nach vorne. Ah, der kommt sofort wieder zurück. Also Manchester United, das Ding ist gelaufen. 9 Minuten sind es noch. Die führen immer noch mit 3:0. Das ist hier nichts mehr, was Spannung bieten kann. Und stark gemacht hier von Lingard. Setzt hier fast gegen 2 Mann durch. Und Hull City natürlich mit dem weiten Schlag nach vorne. Alles oder nichts, aber der kommt sofort zurück. Und hier Lingard mit dem Ball nach vorne, aber auch dieser wird abgefangen. Ja, 5 Minuten noch und Manchester United steht im Achtelfinale. Und wir werden natürlich jetzt nach dem Spiel drauf schauen, wie hat der Rest gespielt. Das ist trotzdem nochmal die Chance für Hull City. Da muss De Gea tatsächlich nochmal ran. Aber das reicht nicht. Bleibt immer noch beim 3:0. Ja, wir schauen uns gleich an, wer ist in den anderen Spielen weitergekommen. Wir haben natürlich nur ganz, ganz große Begegnungen gehabt. Und ja, mal schauen, wie es da so ausging. So, jetzt auf jeden Fall nochmal die Chance. Da ist Lingard mit dabei. Manchester United mit Tempo nach vorne. Da kommt der Ball zu Adnan Unsai, aber der war schwach gespielt. Ja, zum Schluss gelingt dann doch nicht mehr alles. Manchester United gibt sich mit dem 3:0 früh zufrieden. Und das sollte ja auch langsam gewesen sein. Schiri kann ja auch heute pünktlich abpfeifen. Anthony Martial bekommt jetzt trotzdem nur mal die Chance. Anthony Martial! Und haut er den Ball noch drüber. Dann haut er den Ball noch drüber. Bleibt beim 3:0.
Das war eine von den wenigen Chancen in der zweiten Halbzeit. Das war zwar ein Riesending, aber Anthony Martial trifft das Tor nicht. Nachspielzeit 2 Minuten. Und die laufen natürlich jetzt gnadenlos runter. Auch der weite Schlag nach vorne bringt nichts mehr ein. Und jetzt nur Aluko. Aluko spielt nochmal hinter zu Diamond. Und das war's also. Also Manchester United. Ein unangefochtener Sieg hier gegen Hull City. 3:0. Früh wurden die Weichen gestellt. Alex Teixeira mit Doppelpack. Und nach dem 3:0 von Anthony Martial wusste man eigentlich schon, hier kann eigentlich nichts mehr passieren. 3:0 gewinnt Manchester United gegen Hull City. Ja, Anthony Martial, viel hat er nicht tun müssen heute. Ein Tor hat er geschossen. Kurz vor Spielende hat er noch eine Riesenchance leider vergeben. Es war keine großartige Leistung von Manchester United. Dieses 3:0 sieht zwar schön aus auf dem Zettel, aber ja, es war kein überragendes Spiel gegen Hull City. Hat es trotzdem allemal gereicht heute. Und ja, ordentliches Ding, 3:0. Wir sehen auch, es gab eigentlich nur 4, also es war echt Chancenunterernährung, kann man schon fast sagen. 3 Schüsse aufs Tor und alle 3 waren halt drin. Ja, wenn man halt so früh 3:0 führt, dann muss man nicht die ganze Zeit auf Vollgas gehen. Bestes Spiel heute, Adnan Januzaj mit Alex Teixeira auch gut unterwegs gewesen. Martial und Geist gut, Antonio Valencia war gut. Phil Jones, also gute Noten bei Manchester United. Und dann schauen wir gleich auf die anderen Begegnungen im FA Cup und da freue ich mich doch gleich drauf. Denn wir schauen jetzt gleich die Auslosung an fürs Achtelfinale. Zuvor haben wir hier 3 Nachrichten. Die mache ich gleich. Zuerst simuliere ein bisschen vor, weil wir sehen, gegen wen geht's denn. So, wir haben ein Transferangebot für David de Gea. Nein, das lehnen wir dankend ab vom FC Bayern München. Warum Bayern? Die haben doch neue. Muss man nicht verstehen. Und ja, dann haben wir Atletico Madrid hat akzeptiert. Aber wie gesagt, das machen wir gleich erst. Zuvor will ich schauen, gegen wen geht's denn im FA Cup. Also, wir schauen mal ganz kurz drauf. FA Cup. Ach Gott, die spielen ja erst. Moment, da muss ich Nummer 1 vorsimulieren. So, jetzt sollten aber die Begegnungen feststehen. Und zwar haben wir hier den FA Cup. Gut, dann schauen wir ganz kurz im Schnelldurchlauf drüber. Also Manchester United gewinnt 3:0. Birmingham gewinnt 2:0. Fulham gewinnt 2:0. West Bromwich 1:0. Aston Villa verliert. Oh, Überraschung. Millwall haut Aston Villa raus. Überraschung, Überraschung. Reading muss ins Wiederholungsspiel gegen den FC Liverpool. Oh, Liverpool, da haben sie federn lassen. So, Sunderland gewinnt gegen Southampton. Cardiff gewinnt gegen Ipswich. Leeds müssen ins Wiederholungsspiel gegen Oxford. Leicester City 4:0 souverän weiter. Norwich muss ebenfalls ins Wiederholungsspiel gegen Luton. Manchester City 3:0 gegen den FC Everton. Dann haben wir West Ham United fliegt raus gegen McDonald's. Auch eine Überraschung. Blackburn Rovers sind weiter. Brighton und Rotherham müssen ebenfalls ins Wiederholungsspiel. Und guter Letzt. Ja, die Tottenham Hotspurs haben es geschafft. 1:0. Also hier sehen wir die Wiederholungsspiele. Es sind 4 Stück. Das heißt, wir sehen leider noch nicht, gegen wen es in der nächsten Runde geht. Aber das werde ich nachliefern bei Gelegenheit. Ich würde sagen, machen wir ganz kurz Training. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, bis gleich. Und damit wäre das Training auch schon wieder vorbei. Ja, abhaken, vergessen, war nicht so berauschend. Und jetzt würde ich sagen, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was denn für Nachrichten hier? Wir können Nationaltrainer von Ecuador werden. Oh, langweilig. Dann haben wir Transferangebot für Adnan Januzaj. 11 Millionen. Das ist ein bisschen wenig. Also 8, 19, 19 hätte ich gerne für ihn. 19. Dann verkaufe ihn, weil ja, er ist schon nur jung und glaube, er hat ziemlich Potenzial. So, gerne. Der Spieltermin ist uninteressant. Atletico Madrid hätte akzeptiert für Luisiano Vietto. Werden wir ihn gleich mal anfragen, hätte ich gesagt. So, wäre natürlich ein potenziell guter Stürmer, aber wie gesagt, wir haben ja Zlatan Ibrahimovic an der Angel. So, Tremolina, das waren sie 17 Millionen, da gehen wir mal auf 12. Wir haben ganz schön wenig geboten für Tremolinas. Gut, dann haben wir Dallas, Kellen Acosta würde auch kommen. ZDM-Spieler, ja gut. In 10 Jahren ist der bestimmt auch gut, aber jetzt gerade nicht so. So, die Baller wollen sie 44 Millionen. Das ist viel. Und den werden wir auch wahrscheinlich nicht holen. Da werde ich lieber den Ibrahimovic holen. So, Sassuolo Berardi. Oh Gott, wie viel. 41 Millionen. Gut, der ist 21 Jahre alt und hat eine Gesamtspielstärke von 81. Okay,
Kann ich verstehen. Trotzdem ist es verdammt viel. So, Vitolo. Wollen es ein bisschen mehr haben. Gehen wir auf 22 Millionen Euro. Wobei linkes Mittelfeld sind wir ja gar nicht so schnell aufgestellt. So, der FC Porto will für Aboubakar 21 Millionen Euro haben. Da gehen wir auf 14,5. Die wollen immer alle viel zu viel. Also immer weniger bieten als das, was sie wollen. Ich glaube, das ist immer besser. So, und Alexandro, oh Gott. 41,5 Millionen Euro bei Juventus Turin für den Linksverteidiger. Das ist auch viel zu viel. So, hier haben wir uns zwei, die was wir annehmen können. Zlatan Ibrahimovic natürlich. Boah. Das wäre der Hammer. Gut, dann hätten wir das soweit geklärt. Dann simulieren wir mal weiter und wir sehen schon, ja, auch wieder viele Nachrichten. Was haben wir denn hier alles? Wir schauen übrigens gleich auf das Kapitel One Cup, denn da ist der erste Finalist dann schon bekannt, wenn wir jetzt dann gleich drauf schauen. Ich bin sehr gespannt, wer es sein wird. So, der FC Sevilla können wir löschen. Der FC Porto will für Aboubakar immer noch viel zu viel. Ja, ich glaube, wir werden Zlatan Ibrahimovic und ich bin so unglaublich begeistert von dem Spieler und deswegen, ich glaube, wir holen Ibra. Ibra, Calabra, Tremolinas werden wir auch noch holen, die zwei Spieler und dann werden wir mal schauen, wen wir verkaufen. So, Kellen Acosta ging, wo klar, jetzt stellt er auch noch Ansprüche. Ist klar, ne? Wahnsinn. So jung und schon so rotzfrech, dass er so viel Geld haben will. Gut, Juventus Turin hat akzeptiert. Das meine ich zum Beispiel. Die haben geschrieben, dass sie 45 Millionen Euro wollen und jetzt geben sie ihn auf einmal für 26 Millionen Euro. Ja, also das ist halt einfach FIFA Live, wie es lebt und lebt. Ja, das ist typisch einfach. Dybala wäre auch ein sehr, sehr toller Spieler. So, dann haben wir Sassuolo. Calcio, von dem wollen sie immer noch sehr viel. Ja, den streichen wir jetzt mal von der Liste. Der hieß Berardi, genau. Juventus Turin, Alexandro, okay, da wollen sie immer noch sehr viel. Vielleicht geben sie ja auch für 26.000 her, 26 Millionen natürlich. Wer weiß, wer weiß. So, ich würde sagen, dann machen wir direkt weiter. Transferangebot und 16 Millionen werden sie für Adnan Januzaj bieten. Okay, dann warten wir es erstmal ab und mal schauen, was müssen so alles reinkriegen. So, jetzt schauen wir uns aber erstmal an, gegen wen würde es denn in einem möglichen Finale gehen, und zwar es würde gegen den FC Arsenal gehen. Also, der FC Arsenal steht damit schon mal am 28. Februar im Finale des Kapitel One Cups. Vielleicht gegen Aston Villa oder gegen Manchester United, wobei natürlich Manchester United mit dem 3:0 auswärts schon die Weichen sehr eindeutig gestellt hat. Gut, wir haben nur 6 Nadeln, die machen wir noch ganz kurz. So, wir haben Angebot für Ashley Young. 15, wie schaut's aus? Für 15 würde ich abgeben. Ashley Young ist zwar nicht schlecht, aber für 15 Millionen können wir 9 Spiele holen. Gut, der FC Sevilla akzeptiert für Vitolo. Würde ich mal sagen, 2 Jahre. Wichtiger Stammspieler. Linkes Mittelfeld ist nicht so schlecht. Vielleicht, vielleicht. Gut, dann der FC Porto. Hoi! Zuerst wollen sie die ganze Zeit 21 Millionen Euro. Jetzt geben sie ihn für 16 her. Also man muss echt hier ein bisschen unter dem bieten, was sie wollen. Soll. Tremolinas, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Ihn können wir für 14 Millionen holen und ihn werden wir auch holen. Also den will ich unbedingt haben. Gegenangebot von Dybala, Gegenangebot hier. Alexandro, da sind sie auch schon ein bisschen runtergegangen. Sind sie auch schon 2 Millionen Euro runtergegangen. Wobei Alexandro werden wir dann wahrscheinlich nicht holen. So, Gegenangebot von Dybala. Wollen 100, er will 110 verdienen. Ja gut, das ist nicht so eine Unsumme, das können wir uns das nicht leisten. Und Gegenangebot von ihm hier, naja, dann geben wir ihm halt die 15, aber ob ihn dann letztendlich holt, das weiß ich noch nicht. Weil, naja, ist halt so. Er ist halt nur jung und unerfahren. So, beim nächsten Mal, da geht es im Kapitel One Cup im Halbfinale weiter. Also da können wir den Finaleinzug sicher machen. Allerdings wird es ja im Finale gegen den FC Arsenal gehen, also kein leichtes Los. Ich würde sagen, wir schauen ganz kurz noch auf den Kalender, da sehen wir schon einiges los in den nächsten Tagen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Macht's gut, bleibt am Ball und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.